Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen neuen Projekt. Es geht um League of Legends, worum es geht, sage ich euch gleich. Also ich bin dabei und der Julian. Ja, mich kennt ihr mal. Und der Kaulquappe. Ja, hi, mich kennt ihr glaube ich auch schon aus dem Anivia-Spiel. Genau. Und, genau. Ja, was ist das Ganze? Im Prinzip ist das Ganze, ja, ich habe ja immer gesagt, irgendwann kommt LOL und jetzt machen wir das im Prinzip so, dass wir einmal pro Woche, wahrscheinlich kein fester Tag, gibt es dann ein LOL-Game, immer ein 3-3 Ranked. Und wir wollen einfach mal gucken, ja, was wir mit diesem 3-3 Ranked-Team dann so reißen können und wie wir dann, wie wo am Ende stehen. Und heute spielen wir mit Amumu, Wukong und Pantheon gegen Kale, Master Yi und Jin Zhao und die haben keinen Exhaust, die drei Noobs. Also, kurz mal Info zu den gegnerischen Spielern. Kale spielt Silber 5, Master Yi Gold 5, Xin Zhao Silber 5. Okay. Vorgerankt, letzte Season Kale überhaupt nicht, Yi Silber, Xin Bronze. Ja, okay. Das heißt, so werden sie spielen, so werden wir sie wegklatschen, easy game. Die haben vor allem kein einziges Exhaust, die haben drei Ignites dabei. Das ist so hart, es ist relativ einfach, Exhaust auf den Yi und fertig. Also gut, wenn naja, Exhaust auf Yi, wenn er Ulti hat, ist irgendwie Schwachsinn, ne? Ja, ja wieso? Das senkt sein Damage trotzdem. Ich überlege, ob ich defensiv mit Trainer spielen soll. Erstmal. Oh, komm, verarschen, da fehlen 5 Gold für. Ist doch ein Wichs, ey. Also ich baue Hydra und dann baue ich ein bisschen auf Tanky. Also eher Tanky dann. Nicht wundern, ne? Aber Hydra auf Wukong einfach zu gut. Okay. So, ich habe jetzt meine Gemüsesticks auch gegessen. Jetzt kann's losgehen. Ich habe aber keinen Stun, ne? Ja, ja, ist okay. Ich habe den Rüstungspenetrator genommen. Brauchst du Hilfe beim ersten Camp? Ja, ein bisschen wäre gut. Ja, also, wenn jemand Zeit hat. Ja, ich habe ja. Nee, wobei geht, ich mache das erste Camp alleine. Ja, warum? Ich hau da einen Q, darauf hat er weniger Armor. Ich mache Auto mit Q und dann bin ich weg. Gehe ich unten auf die Lane im Prinzip. Jürgen, du gehst dann okay, hoch? Ja. Gut. Spielst du die 1 gegen 2 Lane? Okay, ich würde sagen, Taktik ist ganz einfach. Wir farmen uns hoch. Wir brauchen 6. Vor 6 läuft gar nichts. Ja, yeah, genau. Wir werden 6 und dann läuft's. Also. Was spawnen die denn hier? 1,40, glaube ich. Kale ist unten zu sehen. Guck mal, ich habe den einen Geist hier noch weggelockt. Ist doch gut. Mongo Xin ist hier. Master Yi ist vielleicht Jungle. Ich sehe noch nichts von Master Yi hier unten. Könnte sein, dass wir oben dich baiten wollen, ne? Also hier im Gebüsch ist er nicht, in dem einen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, vielleicht ist er DC'd. Vielleicht steht er auch hier im anderen Gebüsch. Nein, ist er nicht. Gott, warum ist denn schon 2? Das war gerade gar nicht gut, der Trade für mich. Ich hab noch nichts. Ich hab noch gar nichts. Wir können noch nicht. Ja. Ich brauch 2. Ich hab einen riesen Minion Wave. Oh, der hieß da. Hier ist ein Jungle. Hau ab, die Kate ist weg. Ja. Fuck. Ah. Da wollte ich das First Blood vor ihnen bekommen. Ja, du hättest noch nicht kommen dürfen. Also ich brauche mal mindestens Level 3, bis ich hier irgendwas reiße als Wukong. Lol. Push, gehst du noch hin? Achso, komm, wir nehmen ja rechtzeitig hin. Schaffe ich nicht. Trollolol. Trollolol. War das Minions oder was? Nein, die sind Tower gelaufen. Was ein Idiot, 2 Kills auf Pantheon. Nein, ich hab nur einen bekommen. Ah, doch. Run execute. Viel Spaß für Dings wird das. Warum hast du 2 gekriegt? Bei mir hat sich die Kale executed. Ja, die Kale hat sich auch executed, aber ich hab das den First Blood gedönst da. Welches First Blood gedönst? Er wurde gefirst blooded. In dem Moment habe ich noch den anderen getötet. Ach mein so, Gegner. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ja.
Das war doch das, weshalb ich mich so geärgert habe, dass wir doch nicht das First Blood bekommen haben, wie ich dachte. Ich dachte, wir hätten das, wir würden das nämlich bekommen, wenn ich doch noch, anstatt irgendwie zu versuchen, wegzukommen von ihr, von der Kale. Mongo ist SSS. Ja, Kale. Ja, die Kale ist auch SSS, ja. Ja, die Kale kann, versuchen die, jetzt ja, die, irgendwie. Die Kale kann hier nicht viel machen, weil ich Lane Freezing probiere. Oh, und ich bin gerade so schlecht im Last Fitten. Vorsicht, Kale ist im Jungle. Die sind alle wahrscheinlich im Jungle. Damit die den wenigstens nicht kriegen. Ja, der Punkt ist ja noch nicht einnehmbar. Warum sieht mich die Kale denn? Hallo? Wenn die ihren Kuh auf mich macht, sieht die mich, wenn ich unsichtbar bin? Nein. Ja doch, aber vielleicht war sie noch gemacht. Eine Animation. Nö, das hat sie, hat mich gerade gesehen. Der ist ja auf mich, der hat mich ja erst getroffen, als ich unsichtbar war zum Beispiel. Vorsicht! Oh, Vorsicht, Bots sind zwei weg. Ne, einer weg. Hand! Ich bin unterwegs. Wir betreiben hier ein richtig, richtig ekelhaftes Spiel! Auf die Kay. Ganz ehrlich, saugeil. Ich gegen Pantheon. Es war gut, dass ihr die Kills bekommen habt, weil ich habe ja schon zwei Vorsprung. Ich brauche nicht so viele Kills, ich brauche einfach nur ein bisschen Farm im Prinzip. Das ist für mich gerade mega entspannt, weil ich jetzt meinen Catalyst gleich fertig habe. Oh, ich hab sechs. Also wenn wir jetzt irgendwie Gang-Action machen, dann sterben wir. Ich bin vier, weil die mich hier im Jungle ein bisschen gesaunt haben. Ja, du bist auch nicht der schnellste Jungle, Alter, Momo. Ja, es geht. Also du räumst hier den Dreier-Jungle. Der Dreier-Jungle ist auch bedeutend schwächer als der Fünfer-Jungle. Von den Camps her. Aber du hast halt deine Probleme, wenn du halt so wie ich hier gesaunt bist im Jungle. Ready for the plays? Jo. Ich probiere auch auf mich zu ziehen. Master G war hier. Hammer geil. Ich habe keinen Mana mehr, also ich kann nichts mehr machen. Nö. Vorsicht, da kommen. An den Mongoks kommt gar nicht erst. Naja, ich gehe jetzt. Können versuchen, den Pulk einzunehmen. Ich muss shoppen, ich bin oben. Ich bin komplett oben. Ich kann jetzt gar nichts machen. Das ist ja das Problem. Kein Stress. Vorsicht, der Yi ist Bot SS und der Sinn ist Top SS. Ja, kein Stress, Jungs. Ja, ja. Ich wollte es ja nur sagen, bevor es gleich trennt. Nein. Wird. Ist ja gut. Ist ja auch wichtig, dass man seinem Team sagt, wer wo ist, aber ja, ich reporte jetzt übrigens, weil du mir gesagt hast, wo der ist. Okay. Ja, von mir kriegst du auch einen Report, weil ich dich nicht mag. Ja, genau. Weil du Franzose bist. Genau, ja. Ja, Jungs, das war's dann mit der Serie, da wir uns alle nicht leiden können, erster und einziger Part. Nee, Spaß. Gut, ich würde sagen. Ich kenne jemanden, der das so machen würde. Ja, ich kenne auch jemanden, ja. Boah, warte mal, hier, der hier ist hier unten. Oder? Ohne Spaß, ich hab so richtig Lust, gleich auf die Kale drauf zu springen. Das Schöne an Pantheon ist ja, ich hab so eine Ulti. Oh ja. Und, Das ist so hart, was Wukong für ein Waveclear hat, sobald du ein Tiamat hast. Das ist so eklig. Ja, ich war mit einer EQ-Kombo, den Typen Half-Life. Der läuft weg von mir, Mann. Omo, ich bin direkt hinter dir, ich back dich. Die Kale hier unten nicht da. Ja, da ist der Dings. Oh, warte mal. Nein! Ah! Julian, lass es. Oh, ich bin ein bisschen alleine. Ja, wir kommen. Ich hab wieder Ult. Wir können kämpfen. Einnehmen. Wenn die kommen, sind die tot. Amumu, du hast Ult, oder? Ja, jetzt. Ja, die sind so tot, wenn die kommen. Ich stell mich hier hinter. Die können das nicht deffen. Können sie auch nicht. Die haben einfach ein scheiß Team. Unser Team kommt, fick die einfach. Amumu, geh rein. Nein, die hat Ulti. Geh rein. Okay. Geh nicht rein. Aber hat die gerade Ding. Hat ein Duas Ghost gemacht, ne? Ja, leider. Ah, schade.
Ja, dafür wäre kein Ghost notwendig, einfach ein Grab, aber... Ja, ich hatte meinen Grab auf Cooldown. Achso. Ja, dann dachte er was. Dann brauchen wir darüber gar nicht nachdenken. Weil normalerweise ging ich davon aus, jetzt kommt der Grab Engage. Oh, Julian, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ja, und weißt, drauf! Achso, Amumu ist da! Das habe ich auf der Minimap gar nicht gesehen. Nice. Hui, tschüss, Mongoxin. Nein. Sauber. Da bait. Alter, aber wie er meine Ult geflasht ist, das war nicht schlecht von ihm. Amumu nimmt das Healing. Aber hast du meinen Perfect Stun gesehen? Ja. Vom Knock-Up? Ja, richtig geil. Das Ganze läuft mir ein bisschen zu einfach hier. Das macht keinen Spaß. Ich will gegen Pros spielen. Ach, halt's Maul. Ja, ist auch nur der Anfang. So, ich geh mal ein bisschen Jungle invaden. Mein Noob-Stompen ist zwar schön und gut, aber seien wir ehrlich, in Wahrheit wollen wir doch alle gegen Team Solo mitspielen, so. Ja, ganz ehrlich, das wirst du auf dem EU-Server aber nicht schaffen. Euch lernen zu spielen, darum geht's erstmal. Damit du Darius schön auf die Fresse hauen kannst. Oh, bist du eher dir. Hä? Der hat irgendwie Götterkomplex, der Junge. Sorry. Oh, die haben den Punkt eingenommen. Ja, voll hart von denen. Ja, die kommen jetzt zu dritt zu mir. Sollen sie machen. Oder? Nee, doch nicht. Minute. Ja, Amumu, komm mal runter, ich kaufe mir jetzt ein bisschen Hydra und dann verlasse ich mal ganz kurz die Lane. Kinos, wir müssen irgendwie zusammen agieren, weil ich konnte nicht weiter pushen, weil hier so viele Mongos rumlaufen. So, ich hole mir mal die Ninja-Tabis, denn dann können der hier und der Dings einpacken. Kommt's da? Ja, Minute World of Ages läuft bei Minute 10. Der stackt einfach nur Rüstung, der Typ. Ja, was soll er noch machen? Probieren wir, dass er hier auf dich engaged. Oh, der macht ja gar nichts. Okay. Ich hoffe, die haben ihn noch nicht gesehen. Oh, doch, hat sie. Doofe Kale. Ah, oh, nice, Julian. der Inhib von den, dieser Punkt müsste gleich einnehmbar sein. Ich chill hier auf mein Leben. Ich geh am Master GG töten. Die laufen weg, Mann! Master GG, du bist ein Noob GG. Boah, ohne Spaß, das ist so langweilig, wenn du die in zwei Towern farmen kannst. Sogar mit Kale Ult. Kommt ihr hoch, einer? Oder nimmt ihr den Schützpunkt ein? Ich hab hier Besuch. Ja, wir kommen, wir nehmen die auseinander. Ich baite. Wir kommen von hinten. Die haben mich gesehen. Oh, lol, die gehen trotzdem drauf, obwohl die mich gesehen haben. Packt euch. Der Hi kommt nicht weg. Der kann nicht weg. Macht der Execute? Der macht Execute, wie langweilig. Oh Mann, kommt ihr bitte? Einer? Ja, bin gleich da. Boah, die spielen so langweilig, ne? Okay, Tower einnehmen von denen unten. Ja, oh, ja. Definitiv. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den Tower-Push bekommen, ne? Geht ihr mal ein, ich mach hier mal ein bisschen Wave-Clear. Ja, vor allem, die kauft sich halt echt Rüstung. Du solltest auch ein bisschen AP... Ach, machst du schon. Schwarzfeuerfackel und so ein Kram halt. Ich geh Full AP. Ja, kannst du machen gegen Ich wäre nur Tank gegangen, wenn denen das Early-Game gehört hätte. Weißt du? Wenn wir jetzt gesehen hätten, oh! Ich finde das so süß, was die da versuchen. Ja, ich habe 15 Sekunden Ulti, Level 2. Das Schlimme an der Sache ist ja... Ah, ich habe schon wieder einen Ignite gefressen. Okay, wartet ganz kurz. Ja, dann kämpfe ich nicht gegen den Sinn, weil ich sehe die Kale nicht. Viel zu viele Ignites.
Nein! Scheiße, Knappen. Die hatten noch eins. Oh, ja, die Mann. Hat drei Stück, das solltest du wissen. Schwul. Ja, ich dachte, komm, schön Ebenbild und dann wegflashen. Egal. Hast du Flash raus, oder was? Ja, ich hab Flash raus. Naja, Leute, lass jetzt mal einfach pushen. Ja, wir müssen halt echt... Wir müssen zu dritt pushen, dann geht das. Kale spielt Hybrid. Das ist hart, die gehen alle drei auf Dirtblade, ne? So, jetzt einfach alle mitkommen. Scheiß auf den Jungle jetzt. Ja. Wir, im Moment sind wir so weit vorne, dass wir einfach pushen können. Machen die gerade Weimar? Ne, okay. Ich hab leider keine Ult. Hab ich eben gebaut. Amumu, bitte mitkommen. Ich glaube, der Amumu hört das gerade nicht. Hat er gesagt, dass er kurz weg muss. Nein, die nehmen jetzt den Punkt ein. Da Gap Closer. Was? Nö, ich hab den Kill mit dem Auto gekriegt. Ja, die ist dann umgedreht wieder. War voll dumm. Aber ich hab ihr den Weg versperrt, meine Ulti. Achso, ja, das meinst du. Ich behaupte mal, das hier können wir gar nicht mehr verlieren. Man achte allein immer auf den Farm. Lol. Ja, ihr macht das oben. Ich mach hier unten mal ein bisschen Tower Pushing. Nein, wie konnte ich den denn missen? Weil du scheiße bist. Ja, der Tower unten ist fast tot übrigens, Jungs. Die Kayle kommt hoch. Ich gehe der Kayle hinterher, die Kayle kommt euch gleich entgegen. Komm drauf, drauf, drauf! Die Kayle ist gleich da. Wir bait die Kayle. Ich hab Ignite, schon wieder. Danke. Ich hatte keinen Mana mehr, sonst wäre ich mit stärker draufgegangen. Hast du noch Dings? Aber oh, nur der Energie lebt wieder, ist mir so gefährlich. Du gehst tanky ein bisschen, ne? Ja, ich kaufe mir jetzt gerade Sandberg hier. Gut. Aber ich gebe ihnen schon ganz guten Schaden, so. Ja. Also. Oh, ich nehme an, die werden das gleich aufgeben. Könnte gut sein, ja. Ich glaube nicht. Aber aufgeben hätten sie schon tun können. Ja, deshalb. Dann lass pushen. Ja, wir pushen jetzt. Der Tower hat Kayle, kommt aber raus, den können wir einfach überrennen. Kayle hält nichts aus. Also wir dürfen nur nicht den Zensao fokussen. Raus. Noch den Flash von der Kayle bekommen. Wir hätten nicht im Tower fighten dürfen. Fuck. Das war so knapp. Wenn wir nicht im Tower gefightet hätten, hätten wir es geschafft. Ja, du hast auch keine Ulti, nichts, ne? Nee, ich hatte halt nichts ready. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir es nicht doch noch ungünstig ja, verlieren. Ja. Wegen sowas dürfen wir jetzt nicht throwen. Aber ihr habt auch irgendwie komisch gefightet. Ich hab alles gemacht, was ich konnte. Ich bin auf den Sinsau, hab den exhausted und hab meine Combo gemacht und als ich dann low war, hab ich probiert mich rauszuschleichen. Leider hat die Kayle das gemerkt, aber ich hab einen Flash gekriegt. Push, könntest du den Randuins mit anschaffen? Ja, mach ich. Keine Sorge. Weil die spielen nur auf AS, die Kinder. Ich hatte halt irgendwie drei Leute bei mir irgendwie stehen. Ich werde jetzt auch wieder Ult, also, ne. Okay. Das hat sie nicht gemerkt, ne? Die hat das nicht gemerkt. Der sind saus tot. Nein!
pushen. Den Tower. Das war richtig gut von der Kay. Oh, scheiße, sorry. Mein Hydra. Das war doch klar mit deinem Codirium Strike, dass sie. Guck mal, der G-Spot, wir können ein bisschen pushen. Raus. Und drauf! Raus. Ulti ist raus. Wir sollten uns auch heilen gehen. Oh, der G. Aber nicht baiten lassen. Sorry, mein Wave Clear ist stärker. Würde ich nicht sagen. Ich habe mein E auf Cooldown gehabt. Mein E ist gemaxt, von daher. Ja gut, mein Q mittlerweile auch, aber. Also einmal W, zwei Sekunden W, einmal E und dann habe ich ein Camp leer. Oh nice. Ja, kurz shoppen. Ich kann mir nicht die Wardens mehr kaufen. Das ist wichtig, weil die kaufen halt wirklich nur. Wobei, ganz ehrlich, ich kaufe mir das Thornmail. Unten Randuins. Aber Randuins wäre schon ziemlich Prono. Ja, ich kaufe mir erstmal Randuins. Das ist irgendwo da. Ich hol mir erstmal diese Witch Cap. Jo. Dann solltest du. Starkes Item gegen das Team auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber oh, der Yi baut nur das. Ja. Aber wir müssen einfach nur Master Yi töten. Ja, momentan macht Master Yi wirklich den größten Schaden. Aber Kael ist. Vor allem hat der nichts, der hat nur AS gekauft. Der hält nichts aus. Sie wissen nicht, dass ich hier bin. Okay, Flash raus, haben wir nice. Okay, und Tower. Hier dieses Ding. Das ist, ah, nee, das die ist ja noch nicht. Die haben die gerade eingenommen. Wir sollten vielleicht einfach Top-Lane gehen, oder? Ich hab top gedifft. Ja, ist okay. Wollen wir reingehen, Wu? Okay, drauf. Oh, das hat er nett gemacht. Hilft ihm aber trotzdem nicht. So. Können wir Tower pushen? So, ja. Wie lange der mittlerweile tot ist. Master GG habe ich auch einen Ignite für. Mann, nice. Kael hat keine Ult. Mo, ich tank, du kannst weitermachen. Alter, Wukong ist so Hammer. Vor allem, weil du jetzt auch noch AS durch den E dann noch kriegst. Inhib und dann weg. Ja, Punkt noch einnehmen. Aber es lebt, der sind sau, ja, 20 Sekunden haben wir noch, perfekt. Dann gehen wir nochmal shoppen. Ich stell mich drauf und ihr stellt euch hier hinter. Ach Quatsch, wir stellen jetzt alle drei da drauf und dann verpissen wir uns. Ich mach noch ein bisschen Camp hier. Ich brauch noch ein bisschen Geld. Mein Farm ist einfach. Vorsicht, pass auf, der sind sau kommt. Ja, ich sehe. Nicht, dass du dich von dem farmen lässt. So, ich habe jetzt auch einen Frosthammer fast fertig. Mein Farm ist halt echt für Minute 23 echt zu scheiße. Ach, ich habe aufgehört zu farmen, weil das Fighten wichtiger ist und das Pushen. Ja, das steht ja außer Frage. Ich bin ja auch in den Teamfights da, aber. Der hier, den können wir töten. Der Overextended gerade so ein bisschen.
Vielleicht erwische ich den. Jungs, Hilfe? Ja, unterwegs. Weimar? Sonst oder? Ich weiß nicht, oder? Pushen wir Tower. Rein da. Ja gut, ich hab noch Ult. Amumu, hast du Ulti? Oh, hallo, wir haben alle Ulti, hammergeil. Ich heil mich nur ein bisschen an den Vasallen. Also wenn langsam ist es schon unverschämt, was die hier machen, weißt du? Okay. Oh! Ja, können wir finishen. Slipnos sind sauer gleich. Ja, ich muss back. Yeah, ja, nee, dann gehen wir, dann gehen wir. Wenn du back musst, gehen wir. Ist unnötig, wenn wir jetzt sterben. Wir spielen das safe. Wir gehen jetzt noch einmal alle shoppen und dann machen wir Final Push. Ich brauche nur einen Jungle Camp, damit ich mal dran ins hab. Ah, perfekt. Aber nice. Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie nicht aufgeben. Also, es ist. Das ist so verloren für sie. Es ist einfach eine schlechte Teamcomp, die sie haben. Klar, die Kay beschützt sie, aber der Yi wird trotzdem geburstet wie nix. So. Ja, ihr habt 235 Armor, da machen die gar nichts. Ja, die sind eh nur am Deffen. Der untere Inhib dürfte gleich wieder leben. Drei Items, 435 AP läuft bei diesem. Ja. Boah, ich hab schon 330 AD. Ja, ich hab nur 188 AD. Du stehst auf 13,39. Ich weiß. Okay. Bait sie, bait sie, bait sie. Ich hab einen 8 Sekunden Ult. Ah, die lassen sie nicht mal baiten, ey. Bait sie, ich klopp ihn allein auseinander. Lol, ich wollte flashen, ich war gestunt! Du warst genockt. Ach so. Lol, wie haben sie es denn da geaced? Du hast X-Horse kassiert. Ich hab einen Ignite kassiert. Ich hab Tower Aggro kassiert. Okay, das war. Wir haben unter Tower gefight, ich wollte gerade sagen. Ja, gut. Ja, war knapp der Fight, aber wir dürfen nicht durch solche Fights das aufgeben. Wir müssen jetzt echt hart dann forcen. Wäre denn jetzt noch eine Idee? Ich glaube, ich hole mir noch Frosthammer und dann Atmas. Unsere Minions finishen das. Sie können doch nicht mal unsere Minions deffen. In dem Top ist gleich wieder da, ne? Also naja, ich habe jetzt meine Ulti, jetzt können wir auch als anständig Kale, fighten. Die das super also, wir sollten Top gehen, weil in dem Top respawnen wird. Ihr könnt gar die Spinne mehr machen. Ja, okay. Das ist Quatsch, die brauchen wir nicht. Komm. Jetzt alle mal zusammen und dann machen wir die jetzt schnell fertig und dann ist gut. Ja. Aber bis wir da sind, ist die Kayle wieder ab. Ja, die Kayle hat sowieso nur 40 Sekunden Cooldown oder so bei den Items, die sie hat. Obwohl, ne, lol, die hat gar keine Cooldown-Items. Jetzt rein. Lol, die war schneller tot, als wie man Ult durchpocken konnte. Ja, komm hier. Ich halt so viel aus, ey, ich kann den Face tanken. GG! Ah, aber nice! Ja gut, meine lieben Leute, ich hoffe, soweit hat euch das, der erste Part unseres, keine Ahnung, wie ich das Projekt betiteln werde, schaut in den Titel, gefallen hat. Nächste Woche gibt es dann das nächste Rank-Game und ja, schreibt mir noch ein bisschen Kritik in die Kommentare. Ansonsten danke euch zwei natürlich für dieses wunderschöne Spiel und ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Weiter geht's, ne? Ja, haben wir nice. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.